Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr wieder am Stissel seid. Leider ist der Met des Giftwiderstands noch nicht ganz fertig, der brutzelt oben noch. Deswegen, das müssen wir noch abwarten, das weiß ich nicht, ob das die Folge noch was wird. Ich habe den leider erst kurz vor Spielschluss gestern noch reingeworfen, deswegen ist jetzt noch nicht so viel Zeit vergangen. Mal schauen, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Vielleicht machen wir uns schon auf den Weg. Wenn der rechtzeitig fertig wird, ansonsten spätestens nächste Folge. Ich habe hier mal ein bisschen weitergebaut. Am Ende kommt das Ganze dann so hier raus. Gefallen tut mir das, wie gesagt, noch nicht, aber das kriegen wir irgendwie schon noch ein bisschen schöner hin. Weil jetzt nochmal die ganze Basis erweitern, vor allem auch wegen dem Graben. Ah, nein. Ehrlich gesagt, nein. Vorerst nicht, vielleicht irgendwann später mal. So. Hier ist noch ein bisschen Kupfer. Ich muss mal gucken, ich war noch ein bisschen Kupfer sammeln, aber ich glaube, es ist nicht allzu viel geworden, weil ich habe es gestern dann zeitlich doch nicht mehr so lange geschafft, noch was zu machen. Auf jeden Fall können wir noch ein paar kleine Fackelchen bauen. Und dann gehen wir gleich mal noch das andere Kupferzeug holen und gucken mal, wie weit wir kommen, weil so viele fehlen ja eigentlich gar nicht mehr. Mal 1, 2, 3... Na, mit der Ecke 4. 3 können wir jetzt schon bauen, oder? Die 2 oder 3 gekostet? 2, also können wir schon 3 bauen. Wo habe ich denn die Schmiede? Ach, die steht wieder hier vorne, ne? Dann sind wir damit fertig. Dann können wir noch die restlichen Holzbretter anbringen. Ja, und dann sind wir mit dem Projekt soweit fertig. Und es sieht mega geil aus. Dort in die Ecke muss noch einer. Da wusste ich bloß noch nicht, wie ich es genau anbringe. Hä? Warum fehlt mir denn jetzt Kupfer? War ich gerade so blöd und habe das Kupfer weggepackt? Wir hatten doch gerade Kupfer einstecken. Ach. Ich hab das Kupfer hier nicht aufgenommen. Was die Schmiede? Aber kostet die Schmiede 6 Kupfer? Tatsächlich, ja. Was für ein Zufall. Rätsel gelöst. So, dann machen wir einmal zack hier. Einmal zack hier. Und einmal zack hier. Dann sind wir damit soweit schon so gut wie durch. Wir haben ja noch ein bisschen Holz einstecken. Komm, dann machen wir das gleich mal. Dann bringen wir hier überall noch die Dinger an. Und hier vorne haben noch ein paar gefehlt. Honig können wir auch mal wieder abernten. Aber ganz ehrlich, wir haben so viel Honig. Ist das jetzt schon wieder Nacht? Ich habe nicht geschlafen vorher. Tut mir leid. Hier, wir haben schon wieder einen Ast. Hier vorne liegt meistens auch einer. Oder sogar zwei. Wir haben echt unendlich Astvorrat. Unendlich Holz. Kommt immer wieder nach. Gefällt mir. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Krautzwerge sind, die hier sterben. Da unten guckt auch ein Stück raus. Also ich habe nichts dagegen. Sind immer mal zwei, drei Holz mehr. Prinzipiell keine schlechte Sache. Ich weiß nicht, bauen wir hier auch einen ran? Eh mal gucken, was wir mit den Ecken noch machen, also mit den Enden. So, na gut. Ist ja erstmal nicht so schlimm, dass Nacht ist. Wir können ja trotzdem mal ganz schnell uns teleportieren. Ich habe das, glaube ich, dort alles noch in der Kiste drin. Und dann schauen wir mal, dass wir da die zwei Fackeln noch anbringen und gucken mal, was der Met macht. Vielleicht haben wir ihn doch schon fertig. Wäre zumindest schön, dann könnten wir starten. Oh nein, ich hab's doch schon mit rüber geholt. Ach, verdammt. Na gut, dann müssen wir noch ein kleines bisschen Kupfer abbauen gehen. Nachts im dunklen Wald ist vielleicht nicht die beste Idee, aber wir haben ja unsere Eisenrüstung wieder, da wird das kein Problem sein. So, mein Freund. Irgendwo hier war das Kupfer. Entweder habe ich es schon komplett abgebaut. Ne, hier ist noch. Wir können uns ja, wie wir mittlerweile wissen, auch etwas reingraben. An sich brauchen wir ja bloß noch 4. 2 haben wir schon. Kommt hier noch was? Hier vorne ist noch Kupfer. Immer noch 2.
Irgendwas kommt angelaufen. Und da haben wir die restlichen zwei. Ich möchte die aber trotzdem mal tot machen, weil ich habe immer Angst, wenn ich vor denen wegrenne, dass die mir dann bis zum Portal folgen und das irgendwie kaputt hauen. Da nehme ich gar keine Lust drauf. Na komm, wir gehen auf Nahkampf. Eigentlich ist das Pfeilverschwendung. Den müssen wir einfach nur kurz pusten lassen. Umrennen und zuhauen. So. Dann gib mal noch dein Zeug her und wir nehmen das hier noch. Die Distel würde ich mir auch mal noch schnell mit einpacken. Das war hier drüben noch. Karottensamen. Wir müssen unbedingt mal noch nach den Rüben gucken im Sumpf. Ich habe das schon wieder voll vergessen. Anscheinend gibt es da ja noch ein Lebensmittel, was wir noch nicht haben, aber haben könnten. Was wahrscheinlich auch gar nicht mal so verkehrt ist. Ich weiß nicht, wenn man das auch noch anbauen kann. Hätten wir natürlich noch ein drittes Lebensmittel, was wir unendlich herstellen können. So, der Berserker muss noch dran glauben. Verdammt. So, er läuft weg. Ach ja, jetzt schieße ich extra davor. Ich denke, er läuft weiter und dann bleibt er stehen. So. Schnell wieder zurück. Dann lasst uns die vier Kupfererz schnell in den Schmelzofen werfen. Dann gucken wir mal, was der Met macht. Notfalls können wir ja jetzt auch noch schlafen. Dann vergeht auch noch ein bisschen Zeit. Und ich freue mich auch sehr, wenn wir die Kochstelle hier irgendwann mal anders haben. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich die vielleicht mit dem Haupthaus reinbaue. Was mache ich denn? Wir haben ja diese coolen Feuerstellen. Ach, hier war sogar noch was drin. Aber Kohle leer. Oh, hier ist auch noch voll. Okay, hätten wir doch nicht sammeln müssen. Ich dachte doch, dass ich irgendwie mehr gesammelt habe. Aber naja. Wird nicht schaden, wir werden es eh demnächst noch öfter brauchen, weil mir gefallen diese Fackeln auch sehr, sehr viel besser als die Standfackeln. Vielleicht bauen wir das auch alles mal im Haus noch und wir brauchen auch viele von den Objektständern noch. Ich möchte hier wirklich alles vollzimmern. Was hat denn der Objektständer eigentlich gekostet? Bronzenägel. Na seht ihr, da brauchen wir auch Kupfer für. Dann passt das doch. So, wir machen hier mal kurz den Ofen voll. Legen uns aufs Öhrchen. Gucken mal, was der Fermentierer macht. Wenn der noch nicht so weit ist, dann machen wir die zwei Fackeln notfalls noch weiter. Gucken mal. Nee, ist immer noch am Mischen. Ansonsten alle anderen Tränke haben wir soweit gehabt. Also Ausdauer, Gesundheit, den ganzen Quatsch. War soweit recht vollzählig da. Aber wir hatten bloß noch zwei des Giftwiderstandes. Auch wenn die zwar, glaube ich, relativ lange halten. Das ist somit der wichtigste Trank, den wir brauchen beim Knochenwanz. Da wollte ich jetzt nicht so low-budget-mäßig dahin gehen. So, hier drüben müsste alles fertig sein. Kohle hat gereicht. Hier drüben auch. Na, hier könnte noch was drin sein. Zwei Stück sind noch drin. Ah, schaut, da haben wir schon wieder 9 Kupfer. Ja, ich bin mir echt noch nicht so ganz sicher, was wir hier am besten machen. Eigentlich wollte ich ja die Plattform erhöhen. Die Plattform erweitern, dass die Ecke hier ein bisschen größer wird, dass wir hier einfach so machen. Prinzipiell könnten wir das bestimmt auch tun, aber wenn ich möchte, dass das gleich abschließt, hier diese Hälfte, das gefällt mir so überhaupt gar nicht, dann wird das Viereck oben dann auch bloß nicht Viereck, sondern Rechteck. Wenn ich jetzt hier lang ziehe und bis zu dem gehe, dann haben wir hier ein Feld mehr als hier. Da es halt einmal jetzt so asymmetrisch ist, werden wir das auch nicht besser hinkriegen. Wir müssten halt wirklich die ganze Base noch ein paar Felder nach hinten erweitern. Dann müssen wir aber auch den ganzen Graben umarbeiten, die ganzen Säulen wieder abreißen. Alles nur wegen so einer doofen Ecke. Hier drüben hat das ein bisschen besser geklappt. Ach, ich feiere das so mit dem Holz. Wir haben endlich einen ordentlichen Platz dafür. Wir haben auch genügend, wenn wir dann das große Haus bauen. Ich hoffe zumindest. Also hier hat es halt wenigstens so hingehauen, dass die beiden letzten vollständig sind. Das heißt, hier wäre das an sich kein Problem, wenn man das Ganze so verlängert. Na gut, wäre vielleicht ein bisschen groß, ne?
Und man macht hier jeweils eine Hälfte, dass man doch... Ja, aber dann geht's auch drüben wieder nicht auf. Ich weiß es noch nicht genau. An sich auch nur eine Kleinigkeit. Ich finde, hier drüben sieht's nicht so schlimm aus. Aber diese halbe Geschichte hier sagt mir so gar nicht zu. Das ist irgendwie ganz schön mistig geworden. Naja. Mal gucken. Gut, wir wollten die letzten Fackeln noch anbringen. Jetzt ist die Überlegung, wo machen wir die hier ran? Eigentlich ja hier, ne? Ja, sieht so oder so doof aus. Aber zumindest im Dunkeln, wenn es leuchtet, haben wir dann dort keinen dunklen Fleck mehr. Das sieht schon mal etwas schöner aus dann. So, ich habe die Schmiede hier gar nicht. Ich freue mich so drauf, mit euch das Haus zu bauen. Kriege ich die noch weg? Die kriege ich wahrscheinlich nicht mehr weg. Bam. Low Kick. Kriege ich die trotzdem noch gebaut? Ja. Ich habe halt wirklich vor, dass das Haus am besten hier von dem Ende bis hier rüber geht. Wir müssen natürlich mal gucken, wie hoch können wir bauen und so weiter. Aber mit so ein bisschen Stein unten als Fundament müsste das eigentlich klappen. Und dann haben wir so in der Mitte einen Bereich und rechts und links. Dann werden wir wahrscheinlich irgendwo dort die Feuerstelle reinbauen. Mit einem ordentlichen Abzug. Dann werden wir uns einen Saal so richtig geil machen mit allem möglichen Zeug, was den Ausgeruht-Skill verbessert. Dass wir da wirklich auf Maximum kommen. Jetzt fehlt mir das Kupfer hierfür. Ich fasse es nicht. Ja, dass wir da wirklich aufs Maximum kommen. Und das mal ein bisschen nach was aussieht. Jo. Das ist erstmal so der Plan. Fläche haben wir ja genug. Kann nämlich dieses hässliche Ding da weg. Vor allem ist es auch unpraktisch. Weil sobald es regnet, geht das Feuer nicht an. Dann können wir kein Essen brutzeln. So, und dann machen wir das hier auch noch hier drüben mit dran. So, zack. Dann ist es vollendet. Sehr schön. Ich hätte hier oben noch alles weitergemacht, also oben die Rundholzbalken sind fertig und ja, die Holzplatten, auf denen wir laufen. Ist ein bisschen schade, dass das immer verwittert. Eigentlich müssten wir das dann andauernd reparieren, aber ganz ehrlich, keine Ahnung, ob ich da immer Lust drauf habe. Die sind jetzt halt noch relativ neu hier, die habe ich halt gestern erst gemacht. Aber es ist schon ziemlich cool geworden. Wir können halt wirklich alle möglichen Angriffe abwehren. Haben eine ordentliche Aussicht. Ach, und jetzt kann ich nicht reparieren. Na komm, die machen wir einmal ganz. Ist halt auch krass, ne? Es verliert 50% an Leben. Wenn hier ein Angriff kommt, müssen die nur noch halb so viel durchschlagen. Mit den Dingern ist das nicht so. Es ist wirklich nur bei dem Holz. Oh, ein Honig. Was wir mal noch schauen können jetzt in der Zwischenzeit, wenn der Giftwiderstand noch nicht fertig ist. Ist ja alles rumrennt, ne? Sieht man das erstmal. Was wir hier auch an Holz schon weggerissen haben. Die ganzen Baumstümpfe müssen mal noch weg. In idealer Weise. Na gut, ich habe überlegt, ob wir vielleicht wieder Bäumchen anpflanzen. Aber ich hatte ja auch überlegt, die Base irgendwann mal noch zu erweitern nach hier oben. Wir lassen das erstmal. Was ich jetzt ganz gerne machen würde mit euch, das hatte ich ja schon länger vor, ist, sich ein kleines Bäumlein zu bauen. Dafür bräuchten wir prinzipiell erstmal Stein. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm. Jetzt müssen wir mal überlegen, wo bauen wir das am besten hin? Soll ich das hier einfach so mitten in die Pampa stellen? Weiß es nicht genau. Ich meine, wir können es jederzeit wieder abarbeiten. Abbauen natürlich. Obwohl das auch mit Arbeit verbunden ist, also abarbeiten. Könnte man es auch nennen. So, hast du alles mitgenommen? Hat er? Dann gib mir mal den Stein mit. Ist halt die Frage, wollen wir den in der Mitte hier machen, zu dem Weg hier hin? Ne, wir bauen den jetzt einfach, wir machen das jetzt erstmal hier. So. So hätte ich es gern. Dass wir dann hier noch eine Erhöhung machen mit Steinen.
und hier so einen Samen reinpfeffern. Ich weiß gar nicht, ob das mit dem Flug geht, ob das überhaupt funktioniert, aber irgendwo für irgendwas werden die Samen ja gut sein. Ich glaube, die habe ich hier im unteren. Genau, was haben wir denn alles? Wir haben eine Tanne, wir haben eine Buche, Kiefer und auch noch Buche. Da kommt wahrscheinlich dann so ein alter Baum raus, aber die gefallen mir nicht vom Sumpf. Ich weiß nicht, Kiefer oder Buche? Also Tanne würde ich nicht unbedingt bauen wollen. Ich glaube, wir hauen erstmal eine Buche rein. Können wir das mit dem Flug jetzt irgendwie das rein? Ja, können wir. Buchenschößling. Schößling, Schößling? Eigentlich Schöß mit SZ. So, und zack. Wie spektakulär. Ich bin mal gespannt, wie lange das braucht, um zu wachsen. So, dann bräuchten wir eigentlich erstmal noch Stein. Aber wir können auch mal gucken, ob wir das nicht irgendwie hinkriegen, ob wir die gleich hier so ein bisschen höher bauen. Ungefähr so. Ich weiß nicht, ob die dann einstürzen, weil die ja nicht genau auf dem Boden sind, aber es sieht eigentlich ganz gut aus erstmal. Jetzt natürlich... ungefähr so. Wirkt halt jetzt nicht so geil, weil es halt genau derselbe Stein ist wie unten. Man hätte das vielleicht auch mit den Blöcken machen können. Na gut, aber es sieht genauso aus. Wäre sicherlich auch gegangen. Aber vielleicht... nee, so ein halbhohes vielleicht eher. Hier so auf die Ecke gesetzt. Sitzt nicht ganz auf der Ecke. Hier drauf... bin mir noch unsicher. Überlegt, dass wir vielleicht... aber das sieht auf jeden Fall nicht so geil aus. Geht auch wieder nicht auf. Wenn wir das richtig hier draufsetzen, kriegen wir das hin? Ist das nicht einsnappt, sondern... ne? Eher schwierig. Weil so geht's am Ende... na gut, doch, könnte aufgehen. Naja, nicht wirklich, ne? Müssten wir das halt so setzen. Dann müssten wir höchstwahrscheinlich dann hier unten einfach nochmal das drumherum setzen. Ui, da war das safe. Der wird safe. Und dann hängt das natürlich in der Luft. Wir probieren einfach mal ein bisschen was aus. Wie gesagt, wir müssen eh Zeit vertrödeln. Wir können ja nochmal hochschauen. Ob der gute Met schon fertig ist. Ah, so viel haben wir leider eh nicht mehr von der Folge. Nö, noch nicht. Ach ja, das Dach wollte ich auch mal noch zu Ende bauen. Aber ich feiere das hier oben echt. Wir haben zwar noch nicht so viel aus dem Innenausbau gemacht, aber diese Öffnung hier zum Meer hin... hier unten dann, wenn das Boot mal wieder drin steht. Das ist schon alles ziemlich geil geworden. Wenn ich überlege, wie das anfing, das erste Haus. So gar keine Ahnung von Statik. Einfach nur Wände übereinander gesetzt und voll am Verzweifeln gewesen. Warum das Ganze denn nicht hält. Ja, und mittlerweile sieht es dann doch schon um einiges besser aus. So, das hat hier auch schon wieder alles nicht hingehauen. Ich glaube, wir müssen so einen an die Ecken setzen. Ich glaube, weil wir haben falsch angefangen. Oh nein, jetzt habe ich den Stein rausgeschmissen. Vielleicht machen wir nicht so ein... ach ja, jetzt wollte ich das Ding hier abbauen. Ich bin auch schlau. Vielleicht setzen wir nur sowas drumherum. Was macht er denn da? Sieht das cool aus? Kriegen wir das dran gesetzt? Das ist schöner, als wenn ich das oben dran... na, oben dran hängt es halt so in der Luft, ne? So ist halt bloß die Ecke ein bisschen doof. Aber zumindest wird irgendwie noch so ein kleiner Akzent gesetzt dadurch. Das gefällt mir eigentlich gar nicht so schlecht. Halt nur das Stein sieht irgendwie ein bisschen langweilig aus. Und so?
Ja, finde ich gar nicht so verkehrt. Wir hätten das mit den Balken mal noch probieren können. Wo sind sie denn hier? Und vielleicht das hätte drumherum gemacht. Die gehen am Ende auch wieder nicht auf. Vielleicht, wenn wir jeweils oben noch eins drum setzen. Wir machen das mal noch ganz schnell. Und dann machen wir die Folge hier erstmal finito. Und können dann morgen in aller Ruhe zum Knochigen spazieren. Wenn wir das hier noch so mit draufsetzen. Einfach so von jeder Seite. Dass hier mal noch etwas Abwechslung mit reinkommt. Finde ich das prinzipiell gar nicht erstmal so schlimm. Mal gucken, ob das ordentlich mittig geworden ist. Ich glaube, der muss noch ein Stück weiter links. Also prinzipiell ist das schon okay. Sieht halt ein bisschen nach etwas mehr aus als einfach nur Stein. Und wenn das Bäumchen da mal noch empor wächst, wird's doch cool. Ich weiß halt nicht, aber so Büsche können wir halt nicht wirklich. Wir können Gras. Können wir dann einfach hier wieder drauf machen, ne? Oh nein, mach's rückgängig. Verdammt, jetzt kommt das Gras hier überall raus. Nein, das wollte ich nicht. Na gut, das bearbeite ich heute mal nach der Folge. Das war ein bisschen doof. Aber mal schauen, so ein bisschen grün würde ich hier ganz gerne schon noch haben wollen. Dass wir hier überall mal ein paar Pflänzchen mit hinbauen. Mal gucken, was am Ende draus wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr machen wir zum Knochenwanst. Bis dahin, macht's gut.